herzlich willkommen zu der Vögelfischkopf TV. Hier ist der Fischkopf und hier haben wir zuletzt aufgehört, das grandiose Spiel Saints Row 4 zu spielen. Wir haben ein angenehmer Tag geschafft, obwohl wir so richtig geschafft doch nicht haben, denn das Alien hat uns anscheinend irgendwie in der Hand und es hat irgendwelche Hundeviecher auf uns losgeschickt und ich habe ein bisschen Angst, aber eigentlich habe ich keine Angst, denn wir haben ja so einen breiten Nacken, so einen richtig blauen, breiten Nacken, mit dem wir die Welt retten werden, da bin ich mir ganz sicher und ich drücke jetzt auf Fortfahren. Und jetzt kommt wahrscheinlich ein Ladebildschirm, so wie ich mein Glück kenne, ne? Aber so ist das Leben halt. Und danach geht's auf die Schnauze. Es gibt Pfannkuchen, Errungenschaft. Geil. Geil. Autsch. Oh, Ed Rush. Where am I? Come in, President. Can you hear me? Yeah, I can hear you. And how the hell am I hearing you? I don't have a phone on me. I just patched myself into your simulation and projected my voice through the audio system. You should be able to hear me from anywhere. And you don't have to yell. Okay, because that's not a little creepy. Kinsey, I'm unarmed here. How about getting me out? I can't do that until I backtrace your signal to your physical body. Until then, you're stuck there. So you might want to go buy a gun. Oops. Right. Friendly fire it is. Klaue ein Auto. Muss es ein Auto sein? Kann es auch Motorrad sein? Ins Fahrzeug schauen. E-Fahrzeug entführen, Umschalt und E-Fahrzeug schnell entführen. Das können wir. Oh, was? Wie geil war das denn? Set your GPS from the map in your hub. Hub? It's like a digital information pad. You know, like those mobile devices all the kids have these days. Cool. Can I play games on it? No. Keine Spiele auf dem Hub. Okay, Tabulator. Für den Hub und geh zur Karte. Okay. Ich finde das Menü übrigens ganz hübsch. Und das sieht ja hart aus wie GTA, ne? Aber es ist halt was komplett anderes. Und es dauert ja anscheinend noch ein bisschen bis GTA 5 und deswegen freuen wir uns, dass wir hier Spaß haben können. Was ist das hier? Ist das hier? Gibt es hier eine Freiheitsstatue oder was? Vielleicht auf dieser Insel? Das werden wir vielleicht später erfahren, denn erstmal müssen wir wohin? Hier hin. Friendly Fire, alles klar. Rechte Maustaste, GPS. Kann ich? Hubmenü verlassen. Wie mache ich das? Tabulator. Geil. Okay, da hätte ich mal anhalten müssen. Warte mal. Okay, Leertaste ist driften, aber ich, anscheinend muss ich doch, kann ich doch hier lang. S bremsen und W Gas geben. Wir brauchen nur W. And changing me out of these ridiculous clothes isn't a basic hack. On my list of priorities, that doesn't even make my top 500. If you were wearing this, I'm sure you'd up that priority. If I was wearing that, I'd be asking you to shoot me in the head. Big dome? Not sure. We'll have to look into that. Zinyak put his people all over the city here. From what I can see, a lot's been taken over by the Zin. There's alien technology everywhere. You've got to be enjoying this. Just a little. Okay. Also Alien-Technologie überall. Und mit hier Punkt und Komma kann ich die Radiosender wechseln. Yeah! Rock'n'Roll, baby! The whole White House was destroyed? I don't know. Maybe. Why? I was thinking if it was, we could get Ultor to rebuild it. You know, add more defenses, more weapons, a few underground jet hangers. Are you serious? Well, maybe in a few more stripper poles in the bedrooms. More? You already had some stripper poles? I had one installed like the first day I was in office. Wow. What? Damn. Ich will auch eine Stripper-Geschichte in meinem Schlafzimmer haben. Ich hätte auch wahnsinnig gern ein Schlafzimmer, ein separates. Naja, gut. Man kann nicht alles haben. Aber ich muss auch sagen, das Spiel sieht sehr, sehr gut aus. Für Open World. Und ich glaube, wir sind da. Ich pack mal ein. Warte mal. Warte mal. Ich kann das gut. Ich kann das gut. Ich zeig euch das mal. So, warte mal. Warte mal. Warte mal. Ah, naja, geht so. Warte, warte. So. Oh, ah. Oh, ah. So, sehr gut. Ah, geht so. Wenn man es jetzt von hier sieht. Warte mal. Fischkopf, was hast du so gemacht? Naja, ich habe die letzten 2 Wochen habe ich Saints Row 4 gespielt, aber ich bin nicht weitergekommen, weil ich musste richtig einparken. Das ging nicht so richtig. Warte. So, komm, das reicht. Eh zum Aussteigen. Tür bleibt auf. Das ist sicherer. Und hier muss ich hin. Are we sure buying guns is something I'm allowed to do here? I don't know. Do you remember how to shop for yourself? Or did being president make you too good for that? Das ist eine harte Tante, ne? Kauf eine Waffe. Waffe kaufen. Pistole. Finde ich auch ein bisschen langweilig, ne? Aber wahrscheinlich ist das hier zu teuer. Preis 100 ist doch nix.
Wenn wir uns auch nach. Nein, der Shotgun möchte ich nicht haben. Ich möchte hier eine MP haben. Eine SWAT-MP. Was ist hier denn? Guck mal, hier sind Sachen verpixelt. Warum sind hier Sachen verpixelt? Aber dann doch nicht. Ach, das ist so ein cooler Effekt, oder was? Machen wir das jetzt so. Bei euch Kids. Okay, was muss ich tun? Schwere MP kaufen. Übernehmen. Oh, es ist natürlich ein Konsolenspiel. Wie es so aussieht ein bisschen. Können wir hier... Ach so, wir könnten was verbessern. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Schaden. Was kostet das? Was kostet der Spaß? Für 100. Übernehmen. Und verlasse den Laden, steht hier. Wie viel haben wir denn noch? 800 Tacken haben wir noch. Ich hätte gerne noch so eine hier. Was kostet die? Auch ein 100er. Nehmen wir auch mit. Machen auch dort den Schaden höher. Übernehmen. Und warte mal. Was kostet das denn, wenn ich hier die Geschichte nochmal aufbessern will? Oh, das kostet 6000. Das ist natürlich... Natürlich ziemlich viel. Aber dann hier die Genauigkeit nochmal. Die Magazingröße muss auch größer sein. Würde ich ja gerne noch größer machen. Aber gut, das kostet dann 6000. Das ist halt so eine Sache, ne? Säuremunition. Geil. Die Blundergott. Nachladerate. Das können wir ja alles. Das können wir alles hier noch erhöhen, ne? Noch ist es günstig. Das heißt, wir könnten. Ach so, jetzt hätte ich vielleicht. Ach, das brauchen wir nicht. So einen Schläger brauchen wir nicht. Wir können hier noch was investieren, glaube ich. Magazingröße. Nehmen wir mit. Und die Schussrate. Naja, gut. Ja, komm, wir haben es ja. Und wir machen bestimmt demnächst irgendwelche Kohle. Ich weiß noch nicht wie. Aber bin mir total sicher. Hier vergoldet. Das nehmen wir auch noch mit. Gold finden wir gut. Können wir das noch angucken? Nee. Oder? Was gibt's hier noch? Was gibt's hier noch? Tiger. Oh, geil. Wie crazy sehen denn diese Waffen aus? Standard. Verchromt. Achso, die heißen auch anders. Guck mal hier. Kumiamuangyam. Oh, shit. Gittermodell. Wie geil ist das denn hier alles? Okay, ich möchte gerne die mit dem Blut dran haben. Ich fand die irgendwie hier. Die finde ich irgendwie geil. Okay, die nehmen wir mit. Können wir auch die MP anpassen? What? Oh yeah. Oh geil, eine Tommy-Gun. Tommy-Gun. Oh, die sieht ja geil aus. Oh Mann. Und die kann ich einfach so nehmen. Und dann sehen die einfach geil aus, oder was? Gummibandkanone. Sollen wir so eine geile Tommy hier mitnehmen? Hab ich Bock drauf, aber die Standard. Wir sind ja schon genug, ich sag mal... Oh, guck mal, die Shotgun können wir auch noch nehmen. Ja, ich sag mal, auffällig. Jetzt können wir es natürlich nicht verbessern, aber das ist nicht so schlimm. Die anderen Waffen sind geil. Und das ist doch das Wichtigste. Oh Mann, es ist ein bisschen spät. Aber das schaffen wir schon noch mit dem Reden. Guck mal, ab und zu werden Sachen verpixelt. Ich wüsste gerne, woran das liegt. Warte mal, ganz kurz Unterbrechung. Ich muss hier so. Wir müssen mal hier alles probieren, was wir haben. Das heißt, die schalten wir erstmal so aus. Dann schalten wir hier zu der Shotgun. Warte mal, die könnte ich ja eigentlich noch anpassen. Warten Sie mal bitte. Die Herren Polizisten. Waffe, Shotgun, draufdrücken, anpassen. Irgendwas richtig Geiles auswählen. Oh, die sieht schon mal richtig geil aus. Das habe ich schon gedrückt, das wollte ich nicht. Ey. Ey. Ach, weil die auf mich schießen, oder was? Ja, weil die auf mich schießen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Aber wir haben immer noch nicht die geile Waffe gemacht. Hier aus der Shotgun. Anpassen. Grüne Tarnung. Langweilig. Lila, langweilig. Alles langweilig. Fette Tröte. Finde ich schon mal gut. Ich glaube, die werden wir auch nehmen, wenn der Kardak-Laserschuss mich nicht total wegballert. Und das tut er aber. Das heißt, den müssen wir mitnehmen. Und los geht's. Los geht's. Ich möchte kaputt machen. Übernehmen, ist ja gut. So, was haben wir in der Hand? Die geile, lustige Shotgun. So, hier, das fällt... Oh, guck mal, das will ich haben. Geil.
Was muss ich tun? Ah, da ist noch ein Bulle. Das ist noch ein Bulle. Aber nicht mehr lange. Guck mal hier. Guck mal hier. Warte ab. Bam. Not yet. There's a Zim Patrol close to you that'll need to be cleared out before that happens. That is, if the president's up for killing a few more aliens. Thank you, Miss Press Secretary. That sounds like a perfect idea. What can I say? I'm good at my job. You're just not good at subtle. True. Wow. Da lief ein Punk auf die Straße. Ich bin ja jetzt in dieses Auto gestiegen, weil ich dachte, dass das richtig schnell ist, weil das so aussieht, als wenn das richtig schnell ist. Aber ist das gar nicht. Total langsam. Ist kaputt. Können wir das irgendwo reparieren fahren vielleicht? Drift that shit. Wow. Okay, das muss ich noch üben. Oh, 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 oh. Das muss ich noch üben. Und was war hier? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Begib dich zum Unruheherd. Ja, gerne. Oh, Zombies. Jawohl. Zombies. Ich sage immer Zombies. Dabei meine ich Aliens. Zack. Zack. Und dann nehmen wir ihn nochmal hier. Dann nehmen wir nochmal... Was ist das denn? Habe ich ja irgendwie nicht aufgepasst. Oh, das hat, das schießt mit Salben. Ich hasse Salben. Ich hasse Salben. Aber, oh, oh, oh. Warte, warte, warte. Wir müssen hier ein bisschen taktischer rangehen. Oh, da sind noch Bullen. Wieso gehen die denn nicht auf die Zombies los, Leute? Das ist unser gemeinsamer Feind. Arschlöcher. Oh. Okay, dieses komische Kackgewehr des Todes ist mal richtig scheiße. Lass uns mal hier die Tommy nehmen. Die Tommy ist geiler. Habe ich das Gefühl. Nee, ist sie nicht. Use my warehouse. It's not far. Isn't there a nice hotel or something I can use instead? What's wrong with my inner sanctum? Oh, no, nothing. Nothing at all. Was in der Sekte? Was? Alles, was du machst, vom Gefährde, vom gefährdenden Fahren bis zum Töten von Feinden, bringt dir EP. EP erhöhen deinen Rang. Und noch irgendwas. Okay, dann, Bam! Machen wir doch mal was Verrücktes auf dem Motorrad, ne? Das sieht aber geil aus. Und die Welt ist ja irgendwie so eine Mischung aus Vergangenheit und Zukunft, kann das sein? Oh! Oh shit, okay, das ist nicht schnell. Okay, ich glaube, ich fahre falsch. Okay, alles gut. Oh, drift, drift that shit. Und Wheelie. Wie mache ich ein Wheelie? Bin ich da? Nee, noch nicht. Jetzt. Ich bin da. Ich bin da, Kinsey. Wo bist du? Oh, ich bin runtergefallen. Kinsey, all your stuff's gone. What? Damn it! Zinyak removed all signs of the Saints from the simulation. That means... There's no more safe houses for us in the city. Right. So, what do we do about that? Not sure yet. Though any help you can give with gathering information on systems in the simulation would be useful. I'll leave any tasks I have for you in the quest section of your hub. Got it. Anything else? Just hang in there. I promise I'll find a way to get you out. The sooner the better. Ups, kleines technisches Problem, kleiner Ruckler, macht überhaupt nichts. Wir machen hier direkt weiter, denn wir haben die Grundlagen geschafft. Oh mein Gott. Oh, Bargeld, 2000 Tacken, Alter. Da können wir ganz schön viel mit machen. EP2 haben wir jetzt Stufe 2 erreicht, oder was? Begleiter, Fahrzeuglieferung. Während du in eurem Fahrzeug bist, kannst du es mit N speichern. Um das Fahrzeug später benutzen zu können, kannst du die Fahrzeuglieferung im Telefonbuch deines Hubs anrufen. Wer braucht schon eine Garage, wenn man ein Fahrzeug einfach so materialisieren lassen kann? Das finde ich total vernünftig. Das finde ich, sollte man auch im echten Leben anwenden. Tabulator-Upgrade. Okay, ich drücke mal Tabulator. Und dann haben wir hier irgendwo Fahrzeuge und Bandenfähigkeiten. Was auch immer. Okay, das gucken wir uns später an. Wir müssen jetzt mal hier eine Tür aufmachen. Lerne die Regeln. Habe ich schon längst gemacht. Was hier? Ist hier irgendwas los? Was hier? Gar nichts. Egal. Lass uns hier nochmal gucken. Wollen wir uns schlafen legen? Oh, das sieht aus wie Black Ops 1, finde ich. Ein bisschen. Findet ihr nicht auch das Menü? Naja, gut. Schauen wir mal ein paar Matratzen. Interessiert mich nicht. Hier, drück doch mal. Danke. Und weiter geht's. Und weiter geht's. So, also. Was war mit Saints und keine Safehäuser und so? Und wieso ist hier Strom? Guck mal, hier ist Strom. Kann ich da sterben? Warum nicht? Sag mal, gehe ich falsch oder so? Bin ich hier irgendwie... Da, ich, hä? War ich hier nicht eben? Guck mal hier, dann bin ich hier lang. Dann bin ich hier rein. Dann bin ich hier runter. Und dann war ich wieder hier.
Naja, das ist ja ganz toll gemacht, ne? Okay, wo muss ich hin? Ach du Scheiße. Ach so, jetzt geht's quasi. Ach so, jetzt ist quasi die Welt freigeschaltet. Und ich kann hier die ganzen Fragezeichen ansteuern. Und dann geht's mal hart los. Und wir machen Punkte und steigen auf und so weiter. Ach so, das heißt, wir spielen quasi in dieser komischen virtuellen Welt oder was? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Oder auch nicht? Das werden wir hoffentlich vielleicht und durchaus wahrscheinlich in der nächsten Folge rausfinden. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns das nächste Mal. Das war der Fischkopf. Bis dann. Tschüss.